Wie wird die PLT stationiert auf der Baustelle, hatten wir Ihnen in vergangenen Videos bereits gezeigt. Nun geht es auf die Baustelle zum Abstecken. In dem jetzt folgenden kurzen Video wollen wir Ihnen die Linienabsteckung zeigen. Der PLT 300 ist stationiert. Wenn wir jetzt in die Linien abstecken wollen, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder gehen wir direkt in den Messenmodus oder wir sehen, wir haben so einen Shortcut unten hingelegt in unser Hauptmenü, wo die Linienabsteckung drin ist. Ich probiere es jetzt einfach mal über den Messenmodus und zeige Ihnen, wie man dann wechselt, wenn man die Anwendung hat. Wir haben links oben unsere Messanwendung. Momentan ist er noch auf der Punktabsteckung. Wenn ich da ein bisschen länger drauf bleibe, für 3 Sekunden, öffnet sich dann ein Menü. Hier wähle ich einfach den Linienmodus aus und er sagt mir dann auch unten, ich soll jetzt die Linie, die für mich interessant ist, die ich abstecken möchte, auswählen. Ich muss dann in meinem Plan schauen, welche Linie für mich wichtig und interessant ist. Das Rein- und Rauszoomen, denke ich mal, beherrschen Sie. Hier sehen wir jetzt ja, den rechten Rand von einem Bauteil. Den wählen wir einfach mal aus. Was ich auch machen kann, man sieht jetzt die Linienrichtung angezeigt mit den Pfeilen. Nochmaliges Anwählen tut die Linienrichtung ändern. Es hat dann in dem Fall Einfluss auf Plus oder Minus von dem Querwert. Nochmaliges Antippen deaktiviert die Linie. Machen wir nochmal. Jetzt haben wir die eine Richtung. Und jetzt sehen wir zwei Werte. Der blaue Wert, den wir sehen, ist im Prinzip der parallele Abstand von der Linie. Ich gehe jetzt einfach mal nach unten, komme ich ein bisschen näher an meinen Absteckpunkt. Controller lege ich meistens auf die Seite, so habe ich freie Hand. Und jetzt sehen wir, wie wir uns auf die Linie zubewegen. Und der blaue Wert ist für uns der interessante Wert. Das ist im Prinzip der Wert, der besagt, wie weit bin ich von meinem Zentrum der Linie weg. Mit ein bisschen ruhiger Hand kommen wir dann relativ zügig und genau an den Nullpunkt. Die Bälle immer beobachten. Genau. Kleine Körnung und der erste Punkt ist erledigt. Gut, ein Wechsel der Linie ist jetzt relativ einfach, weil ich habe ja meinen CAD-Plan, einfach die neue Linie anwählen. Hier sehen wir auch wieder einen neuen Startpunkt. Jetzt sehen wir vielleicht auch was ganz Interessantes, ist dieser grüne Wert, ist der Längswert. Im Startpunkt von der Linie wird da weitergezählt, wie sehr halt, wie weit ich entfernt bin von dem Startpunkt der Linie. Könnt so auch ja, einen gewissen Abstand dann herstellen. Auch hier der blaue Wert wieder der interessantere in dem Moment, weil der mir sagt, wo auf meiner Linie ich mich befinde. Ein weiterer Wert befindet sich noch unterhalb des Bildschirms, der ist so ein bisschen versteckt. Das ist die Höhe, die mitläuft. Hier in dem Fall sehen wir eine NN-Höhe von 473,1 Meter. Wichtig ist, die Höhe nimmt das Gerät von den Referenzpunkten. Wenn Sie da normal Nullhöhen, also NN-Höhen vom Vermesser bekommen haben, kann man die auch umrechnen in eine Bauhöhe. Wenn Sie dann die Reflektorhöhe richtig eingestellt haben, befindet sich rechts neben dem Prisma in der Statusbar oben, können Sie auch hier jederzeit sehen, wie hoch Ihr Prisma oder Ihr Absteckpunkt ja, in der Linienabsteckung ist.